Wissen ist Macht und jedes Gebot eines Spielers gibt einem Informationen über ihn und sein Blatt. Umso mehr Leute vor einem sitzen, umso mehr Informationen hat man und kann so eine bessere Entscheidung treffen, als wenn man als erstes dran wäre. Alle anderen Spieler vor einem müssen ihr Gebot machen, ohne zu wissen, was man machen wird. UTG Andersegan ist als erstes mit dem Satzen dran, BB Big Blinds Small Blind Dia. Fox Limit Poker, Fox Limit Poker, FL, ist genau das, nach was es sich anhört. Das Setzen und Erhöhen ist auf einen bestimmten Betrag festgelegt. Man kann nicht mehr oder weniger setzen oder erhöhen. Wenn man zum Beispiel in Dollar-Dollar-Zeichen 2 Fixed Limit Hold'em spielt, dann würde man wie folgt setzen. Preflop, 1 Dollar, auch als Small Bet bekannt, nach dem Flop, 1 Dollar nach dem Turn, 2 Dollar, auch als Big Bet bekannt, nach dem River, 2 Dollar. Die Tabelle unten zeigt, wie hoch ein Gebot in den verschiedenen Bet-Runden ist. Vor und nach dem Flop kann man in unserem Beispiel immer nur 1 Dollar setzen oder um 1 Dollar erhöhen. Und nach dem Turn und River kann man jeweils nur 2 Dollar setzen oder um 2 Dollar erhöhen. No Limit Poker, No Limit Poker, NL, involviert mehr Strategie als alle anderen Varianten, wie Putt, Fix oder das Brett Limit. Es ist auch ein sehr spaßiges und intensives Spiel. Mit jeder Hand kann man alles gewinnen oder alles verlieren. Es gibt keinen maximalen Betrag, den man setzen darf. Es gibt aber einen minimalen Betrag, den man setzen muss, der gleich dem Big Blind ist. In einem 1-Dollar-Dollar-Zeichen-2-0-Limit-Spiel muss der Small Blind 1 Dollar setzen und der Big Blind 2 Dollar. Alle anderen Spieler müssen die 2 Dollar des Big Blinds callen, um im Spiel zu bleiben. Sie können aber auch um mindestens 2 Dollar reisen. Nehmen wir an, jemand setzt 200 Dollar, man selbst hat nur noch 80 Dollar am Tisch. In dieser Situation kann man callen und man wäre dann mit seinen 80 Dollar allein. Da man selbst nur 80 Dollar gesetzt hat, kann man auch nur die 80 Dollar vom Gegner gewinnen. Wenn zwei oder mehr Spieler 200 Dollar gesetzt bzw. gecallt hätten, dann würde man, wenn man das beste Blatt hat, von jedem Spieler 80 Dollar gewinnen. Der Spieler mit dem zweitbesten Blatt für das restliche Geld im Pot, den sogenannten Sideputt, gewinnen. Putt Limit Poker, Putt Limit Poker, PL, ist ein sehr populäres Spiel in Europa und im Internet. Es ist ähnlich wie No Limit Poker. Das minimale Gebot ist gleich dem Big Blind und das maximale Gebot ist gleich dem Geld im Pot. Viele Leute spielen Putt Limit, weil sie meinen, dass No Limit Spiele zwar Spaß machen, aber Putt Limit weniger gefährlich als No Limit ist. Es ist wahr, dass man nicht sofort all sein Geld verlieren kann, es sei denn, man hat so viel Geld wie im Pot ist und jemand setzt einen All-in. Unabhängig davon hat man aber einen großen Nachteil, wenn man ängstlich spielt. Wenn man foldet, weil man Angst hat, dass der Pot zu groß werden könnte, dann spielt man zu konservativ und ängstlich. Und wenn man nicht genügend setzt, wenn man ein gutes Blatt hat, aus Angst den Pot hochzutreiben, dann bekommt man nicht den Wert, welches ein Blatt hat. Putt Limit Poker ist genauso riskant wie No Limit Poker und man sollte nicht spielen, wenn der Einsatz zu hoch ist. Regeln setzen. Was passiert, wenn einer mehr Chips setzt als ich am Tisch habe? Du kannst entweder folden oder allein gehen. Wenn du allein gehst, dann gehst du nur mit so vielen Chips mit, wie du vor dir auf dem Tisch hast. Nehmen wir an, dass im Pot 10 Dollar sind, du 2 Dollar übrig hast, Tom noch 6 Dollar hat und Jerry auch nur noch 6 Dollar hat. Wenn jetzt Tom 6 Dollar setzt, dann kannst du nur folden oder mit deinen 2 Dollar allein gehen. Wenn du callst und Jerry auch callt, dann gibt es einen Hauptpot, in dem 16 Dollar sind, 10 Dollar waren ja schon im Pot plus jeweils 2 Dollar von dir, Tom und Jerry, und einen Nebenpot, in dem 8 Dollar sind, 4 Dollar von Tom plus 4 Dollar von Jerry. Wer von euch dreien das beste Pot hat, gewinnt den Hauptpot, aber nur Tom und Jerry spielen um den Nebenpot. Kann ich anstatt allein zu gehen auch Chips nachkaufen? Nein. Du musst warten, bis die Hand zu Ende gespielt wurde und dann kannst du Chips nachkaufen.
Was passiert, wenn ich einem Pokerspiel beitreten will, aber nicht in Big Blind Position bin? Wenn du dich an einen Tisch setzt, dann kannst du, um am Spiel teilzunehmen, von wo auch immer du gerade sitzt, den Big Blind zahlen oder darauf warten, bis du wieder in Big Blind Position bist. Was ist die maximale Anzahl der Bets/Reises in einem Fixed Limit Spiel? Das hängt von den Regeln des jeweiligen Pokerraums ab. Die meisten Pokerräume erlauben ein Bet und 3 Reises pro Runde. Manche erlauben bis zu 4 Reises. Wenn Heads Up gespielt wird, dann wird manchmal die Zahl der Bets/Reises nicht limitiert. Wie wird der Pot im Pot Limit errechnet? In einem Pot Limit Spiel darf man so viel setzen bzw. reisen wie im Pot ist. In einer normalen Runde ist die Pot-Summe gleich dem Pot. Wenn aber bereits jemand gesetzt oder geraised hat, dann errechnet sich die Pot-Summe wie folgt. Summe im Pot plus Summe, die geraised / gesetzt wurde plus das, was man coinen muss. Beispiel, nehmen wir alles $15 im Pot und $5 wurden gesetzt, dann ist die Pot-Summe gleich $10 plus $5 plus $5 gleich $20. Man dürfte also um $20 erhöhen bzw. insgesamt $25 setzen. Was ist der Unterschied zwischen einem regulären Turnier und einem Rebooty-Turnier? Wenn ein Spieler in einem Rebooty-Turnier rausfliegt bzw. nur noch wenige Chips hat, dann hat er die Option, sich wieder einzukaufen. Meistens sind die Reboots zeitlich begrenzt. Das heißt, man kann sich zum Beispiel nur in der ersten Stunde des Turniers wieder einkaufen. Wenn die Reboot-Phase vorbei ist, kann man sich nicht mehr einkaufen und das Turnier wird zu einem regulären Freeze-Out-Turnier, bei dem man rausfliegt, wenn man keine Chips mehr hat. 4 Fertigkeiten des Pokerns. Die 4 Fertigkeiten des Pokerns-Poker-Profis werden häufig als konservativ-aggressiv bezeichnet. Das heißt, sie spielen nicht viele Blätter, aber wenn sie spielen, spielen sie aggressiv. Dies ist zwar eine nette Beschreibung, aber sie sagt nicht sehr viel aus. Meiner Meinung nach ist ein solider Pokerspieler jemand, der die 4 Schlüsselfertigkeiten des Pokerns beherrscht. Erstens. Mathematik. Gute Pokerspieler kennen die wichtigen Prozentsätze. Sie wissen zum Beispiel, dass man eine 1:8 Chance hat, mit einem Pärchen auf der Hand ein Drilling zu bekommen. Sie wissen, wie wichtig die Outs sind. Ein Out ist eine Karte, die das eigene Blatt verbessert. Wenn man die Anzahl der Outs mit 2 multipliziert und dann 1 dazu addiert, erhält man die ungefähre Wahrscheinlichkeit, mit der man eine der Karten bekommt, die das eigene Blatt verbessern. Sie wissen, wie man die Pot Odds berechnet. Die Outs zu kennen reicht allein nicht aus. Man muss sie anwenden können, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Wenn man weiß, dass man eine 20% Chance hat, sein Blatt zu verbessern, was macht man dann damit? Ganz einfach, man multipliziert seine Gewinnchance, zum Beispiel 20% mit dem Geld im Pot, zum Beispiel 10, und schon weiß man, wie viel man maximal zahlen sollte, um die nächste Karte zu sehen, hier $2. Zweitens. Disziplin. Gute Pokerspieler müssen einen Vorteil haben, um zu gewinnen. Was unterscheidet einen guten Pokerspieler von einem schlechten? Ein schlechter Pokerspieler erwartet nicht zu gewinnen, während ein guter Pokerspieler es tut. Warum? Der schlechte Spieler hofft, dass er Glück hat und der Profi vertraut auf sein kann.